Du lädst dir die neueste LevelMod-Version herunter und dein Installer lässt sich nicht mit einem Doppelklick öffnen oder weist eine Fehlermeldung auf, dann bist du hier genau richtig. Am besten ziehst du hierfür den LevelMod-Installer auf den Desktop, da es dort am übersichtlichsten ist. Wichtig ist, dass du den LevelMod-Installer in Installer umbenennst. Anschließend erstellst du ein neues Textdokument auf deinem Desktop und nennst es beispielsweise Start. Nun öffnest du das Textdokument und schreibst folgenden Text hinein. Diesen Text wirst du in der Videobeschreibung wiederfinden. Sobald du fertig bist, speicherst du das Dokument. Wichtig ist hierbei, dass du als Dateityp alle Dateien auswählst und hinter dem Start ein .bat hinterhängst. Nachdem du es gespeichert hast, kannst du dein Dokument wieder löschen. Nun siehst du, dass sich eine neue Datei auf deinem Desktop erstellt hat. Sobald du diese doppelklickst, wirst du sehen, dass sich dein LevelMod-Installer wieder normal öffnet. Nun kannst du die LevelMod normal installieren und deine Add-ons beliebig hinzufügen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Tutorial helfen. Falls du doch Probleme bekommen solltest, kannst du dieses Problem gerne in die Kommentare schreiben. Ich helfe dir dabei gerne.